Hallihallo, Hallöchen, da sind wir wieder. Und zwar bei Cube World. Ja, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben bei dem ganzen Farmen und Sammeln. Und da habe ich mich währenddessen, die Zeit vergangen ist jetzt zum nächsten Video, habe ich mich mal ein bisschen durchgelesen. Und wir können uns sogar schon den ersten Skillpunkt noch nicht vergeben. Aber wir gehen mal zurück in das Dorf da vorne und gucken mal, ob wir denn nicht schon ein Haustier zähmen können, beziehungsweise was für ein Haustier. Und deswegen müssen wir mal dahin laufen, um dann zu schauen, was es denn alles Schönes gibt. Tja, währenddessen wir auf dem Weg dahin machen, versuchen natürlich ein paar Monster umzuhauen, Tiere, alles Mögliche, was uns in die volle Flinte kommt und umhauen können und sammeln natürlich noch viel ein, denn wir können uns auch selbst Tränke herstellen. Tja, denn auf meinem anderen Charakter war ich sogar schon so weit gewesen, bin sogar schon Level 3 mittlerweile und da habe ich schon eine ganz schöne Gegend durchsucht und jetzt bin ich dabei, den ganzen Weg zurückzulaufen, nur um den ersten Boss zu töten. Tja, das erste Dungeon zu machen, was ja nicht so einfach ist. Und deswegen brauchen wir dafür auch ein paar Tränke, deswegen nehmen wir mal diese Herzen hier mit. Und dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Hexen. Nein, so stark bin ich noch nicht, um drei Hexen niederzustrecken. Es ist zwar blau hinterlegt, der Name, aber schauen wir mal. Währenddessen unterwegs noch ein bisschen Sachen mitnehmen. Ein Untoter. So, was haben wir denn? Entschuldigung, wie mein Husten. 29 Kupfer haben wir bekommen und gleich mal was trinken. So. Haben erst 3 EP-Punkte. Ich würde auch sagen, diesmal werde ich sogar im Offline-Kamera ein bisschen noch farmen gehen, dass wir ein bisschen Level höher kommen. Eventuell, mal schauen. So, die Stadt durfte nicht mal ganz zu weit sein. Genau, hier links von uns ist sie ja schon. Und dann zeige ich euch auch gleich mal den Gewichtwaren, genau, Gewichtwarenhändler. Gemischtwarenhändler. Tja, mal sehen, wann dann das nächste Update von Cube World rauskommt. Lassen wir uns doch da deswegen mal überraschen und was denn das Schönes Neues eingefügt ist. Tja, ich habe mir vorgenommen, mindestens ein Video in der Woche rauszubringen von Cube World. Deswegen wird es ungefähr so eine halbe Stunde gehen, ein Video. Also nicht, wenn ihr euch wundert, Mensch, ist viel zu lang. Nein, ihr möchtet ja gerne unterhalten werden und mir macht das Spiel ja auch Riesenspaß und deswegen habe ich mir gedacht, mindestens ein Video in der Woche. Wann in der Woche, kann ich noch nicht sagen. Schauen wir mal. Übrigens, wenn ihr V klickt, dann sind die Leisten immer angezeigt, also die Energieleisten. So, jetzt sind wir im Dorf, sozusagen in der Stadt. Du mal ein bisschen näher ranzoomen. Sprich, wenn ihr auf der großen Karte irgendwas macht, wird es auf der kleinen Karte oben erscheinen, wie ihr seht. So. Ins Innen wollen wir erstmal nicht. Wir haben jetzt 16 Uhr. Schauen wir mal. Haustierviertel? Nee, wollen wir auch nicht. Hier ist noch ein Inn. Ah, da hinten ist er. Ich sehe ihn. Also, wenn ihr auf der Minikarte, auf der großen Karte, so eine Art Beutelsymbol seht, ich zeige es euch mal von nahen, dann ist das der Gemischtwarenhändler. Und dort könnt ihr dann reingehen. Genau, wenn ihr dieses Symbol hier auf der Karte seht von der Stadt, könnt ihr reingehen. Und dort drinne gibt es dann immer Gemischtwaren. So, Kaugummi. Können wir uns den Colli fangen? Den nehmen wir doch gleich mal mit. So, umsonst. Oh, also eine Faustwaffe können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Und die zwei Faustwaffen genauso. Dann kaufen wir uns mal noch ein paar Glasflaschen, um natürlich die dann mit Wasser zu füllen. Und um uns dann natürlich Tränke herstellen zu können. So, jetzt sind wir voll.
So, was haben wir denn? Wir haben schon einiges einstecken und das werden wir auch alles behalten. Ach man, der Husten macht mir eine Irre. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier einen Brunnen finden. Beziehungsweise einen Colli finden. Das ist schon mal sehr praktisch. Denn auf meinem anderen Charakter, den ich zurzeit ein bisschen zum Spielen nutze, um ein bisschen was zu erkunden und zu prüfen und zu machen, habe ich da gerade dieses Rezept, also ein Collie noch nicht. Ich habe dort ein Schaf, dann habe ich einen, ja, Zweibeiner, so einen komischen Vogel. Den habe ich durch einen Mob-Drop im Endeffekt, den ich da vernichtet habe, bekommen. Und also zumindest das Zeug dazu, um ihn zu sehen. Zähmen. Sehen. So, hier haben wir einen Collie. Ganz einfach geht das. Wir gehen ins Inventar. Gehen zum Haustier, legen das ins Pet-Menü an. Und schon. Ja, sollte man natürlich jetzt nicht abbrechen. So. Jetzt wird das Herz größer und größer und größer. Und schon seht ihr Level 1 Collie. Und dann könnt ihr natürlich dann mit Slash Petname. Leerzeichen und danach den Petnamen eingeben. Machen wir mal Blood Collie. Ach nee, umgedreht. Name, Pet. Name Pet Blood Collie. Und schon, wie ihr seht, ist bei dem Collie der Name erschienen. Und schon kämpft er für uns mit. Da kann ich mit leveln. Und ja, ihr habt jetzt sozusagen einen Partner, der euch mithilft. Und jedes Pet ist natürlich einzigartig. Am besten ist dann, wenn man solche Nahkämpfer ist wie ich oder wenn man zum Beispiel dann einen Jäger hat, versucht man sich eine Schildkröte zu sammeln. Also zumindest das Zeug dazu. Und für eine Schildkröte kann ich euch gleich mal sagen, das habe ich mir extra ausgedruckt. Um Pets zu sammeln. Deswegen in jeder Stadt mindestens einmal in so einen Gemischtwarenhändler gehen und schon könnt ihr euch dann so ein Petmittel sammeln. So, was haben wir denn so Schönes? Zum Beispiel für eine Schildkröte braucht man Schnabeltier? Nee. Hornissepferd, Koala. Für einen Koala zum Beispiel ist Nahkampf, braucht man Kalyptus Leaf. Sehr interessant. So, was haben wir da noch? Schildkröte. Zimtschnecken. Cinnamon Roll ist das im Endeffekt. Und es ist ein Tankpet. Das ist aber auch das einzige Tankpet, was es gibt. Ich habe kein einziges anderes Pet gefunden, was tanken kann. Und deswegen, ja, können wir mit unserem Pet zum Beispiel jetzt hier farmen gehen. Der Collie greift auch an. So, und jetzt tun wir erstmal jedes Tier, was wir hier haben, niedermachen, um natürlich zu leveln. Und wie ihr seht, der Collie macht auch fleißig mit. So, das ist schon mal sehr praktisch. Jetzt können wir mal versuchen, den Knölling hier hinten, den blauen oder blauen Schrift zu kriegen. Da laden wir uns vorneweg nochmal voll. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich will nicht den Orangen haben. Die sind bestimmt zu zweit wieder hier. So, jetzt haben wir uns mal angelockt. Und schon haben wir den Blatt gemacht. Genauso geht es jetzt mit dem Knolling. Versuchen wir mal den Orangstein hier. Der hat es nämlich ganz schön Indus. So, unser Pet ist zwar gestorben, macht aber nicht. Es tut nach einem, sagen wir, fast einer Minute wieder erscheinen. Also ganz so lange dauert es nicht, aber zumindest kommt es dann wieder. Und genauso ist, wenn er hier durch die Welt rennt und Berge und Täler erklimmt,
Dann kann es passieren, dass das Padfleisch nicht hinterherkommt. Dann drückt ihr einfach mal eure Tastatur T und schon müsste es wieder bei euch sein. Also das, nicht, wenn es mal nicht geht, dann ist es meistens genau in der Nähe, auch wenn ihr es vielleicht nicht seht, aber zumindest könnt ihr dann so euer Pad dann wiederholen. Zumindest dann zu euch. So, wir haben schon 10 EP-Punkte, ist schon viel wert. Trotzdem suchen wir jetzt mal einen Fluss oder einen Brunnen zum Beispiel hier drüben und füllen mal unsere Wasserflaschen, um uns natürlich, Kürbisse haben wir genug, mal ein bisschen hier einsammeln, in der Nähe vom Brunnen. Die Ananas tun wir uns auch gleich noch umwandeln, dass wir ein bisschen was zu essen haben. So, haben wir auch schon voll, sehr schön. Und wir müssen übrigens in den Städten auch aufpassen, dass wir sozusagen nicht verfolgt werden. So, Craftbar. Wasserflaschen. Braucht Wasser, wie ihr seht. Und deswegen, C, springen wir mal hier in diesen Brunnen. Man glaubt es kaum. Und schon ist man im Wasser. Also man muss im Wasser stehen und kann dann diese Wasserflaschen füllen. Das machen wir mal prompt, um dann natürlich dann die Herzblume darauf einsetzen zu können und uns ein paar Heiltränke machen zu können. Denn die sind sehr nützlich und sehr hilfreich. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir 50 Stück durch sind. So, wenn ihr natürlich noch Tipps, Ratschläge und sowas habt, könnt ihr mir die gerne in meine Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Und genauso, wenn euch das Video gefällt, bitte gebt mir den Daumen. Beziehungsweise, wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir den Daumen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Und vergesst nicht einzustellen, dass ihr gerne benachrichtigt werden wollt. Per E-Mail, Entschuldigung. Dann bekommt ihr immer eine E-Mail von YouTube. Und dort wird euch gesagt, dass sozusagen das neueste Video schon vorhanden ist. So, und jetzt können wir uns zum Beispiel Lebenstränke herstellen. Ich habe 18 Herzpflanzen und 50 Wasserflaschen gefüllt. Und schon können wir uns mal Lebenstränke herstellen. Das machen wir auch prompt, dass wir mal welche zur Verfügung haben. Denn die sind auch sehr praktisch. Deswegen immer alles einsammeln, was ihr kriegen könnt. Es könnte euch das Leben retten. Zumindest an den Ärger, wenn ihr gerade weit gekommen seid. Weil die Spawnpunkte sind meistens auch nicht so weit gesetzt. Also gerade in der Nähe gesetzt. So. Wie hier zum Beispiel. Ach, du mal ganz schnell verschwinden. Denn das waren doch ein bisschen viel Gegner. Ach nee. Das sind ein bisschen arg viele. Das sind gleich drei Mann. So. Du mal ganz schnell verschwinden. Oh, hier so eine Herzblume gleich mitnehmen. Und hier folgen uns eine ganze Weile, ne? Also. Oder? Gut. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen außerhalb und schauen wir mal, was wir da noch so Schönes an Gegnern finden. Ach übrigens, wenn ihr dann die Tabulatortaste drückt. Erstmal diesen Störenfried hier erstmal beseitigen. So, Kupfer gekriegt. Dann könnt ihr übrigens eure Tabulatortaste verwenden und dann mit WASD, also euren Lauftasten, dann auswählen, was ihr denn als nächstes denn gerne in eurer Schnellleiste haben möchtet. Zum Essen zum Beispiel. Sucht euch aus und drückt nochmal die Tab-Taste und schon habt ihr es unten bei Q drinne stehen. Und dann einfach nur noch Q drücken und schon könnt ihr es essen. Wenn ihr natürlich das Tab-Taste euch was auswählt und dann E drückt, dann wird es dann sofort verwendet, auch wenn ihr es dann nicht wollt. Also müsst ihr schon aufpassen. Manchmal kann es gerade der letzte Trank sein, den ihr gerade mal so während des Laufens ausgewählt habt. Oder während des Kampfes ganz schnell und wollten dann so verwenden und dann mit einem Schlag drückt ihr E und dann trinkt ihr Tee und dann ärgert ihr euch rasant, ne? Also. Ja, diese Hexe ist natürlich auch der absolute Hammer. So, du blöde Hexe, gleich hast du es erlebt. Genau. Wir haben 18 Kupfer bekommen. Gleich noch was essen.
Dann suchen wir uns mal ein Lagerfeuer und dort machen wir uns dann mal die Ananasscheiben, die wir mit den Ananas, die wir gesammelt haben. Machen wir natürlich weiter. Also die tun wir uns dann auch noch umwandeln. Tja, und so könnt ihr euch dann mehrere Haustiere sammeln und farmen. Also wenn ihr dann die dementsprechenden Zähmsachen habt, geht ihr dann einfach bei eurem Inventar oben dann bei Haustier und dort habt ihr dann alle Haustiere drin. Da könnt ihr zum Beispiel das Pet hier reinlegen und könnt es wieder rauswählen. Also so könnt ihr euch zumindestens, ups, so könnt ihr euch dann zumindestens die Pets nach und nach auswählen und könnt auch ziemlich viel sammeln, wie ihr seht. Es ist ziemlich viel Platz drin. Tja, das habe ich alles rausgefunden in einer nächtlichen Tour auf meinem anderen Charakter. Und mit dem Pet ist es auch gleich viel, viel einfacher. So lässt sich leichter farmen, so kann man leichter auch Kämpfe bestreiten. Es gibt sehr, sehr viele Pets und das könnt ihr ganz einfach bei Cube World Wiki nachlesen. Gibt es übrigens auch in Deutsch, nicht erschrecken. Und dort könnt ihr dann nachlesen, was ihr dann braucht, um ein Pet zu zähmen. Also was ist denn euer, sag mal, ein armes Haustier. So, jetzt habt ihr alle beide von euch. Ah, jetzt ist mein armes Hündchen auch noch hinübergegangen. Ach Mann. So, wie gesagt, wir versuchen jetzt erstmal auf Level 2 zu kommen. Um dann natürlich auch die etwas größere Dungeon zum Beispiel dann bestreiten zu können, was denn hier in der Nähe ist. Schauen wir mal, was denn hier so das nächste Dungeon ist. Das nächste Dungeon ist hier hinten. Das ist das dort. Und da müssen wir dann den Boss dann besiegen. Was dann auch nicht so einfach ist. So, ich nehme mal hier Ginseng-Suppe. Die haut natürlich richtig rein. Also. Und wie gesagt, umso höher das Level steigt, umso mehr könnt ihr dann auch investieren. Genauso wie bei Skill-Level könnt ihr dann mindestens ab Level 2 zwei Skill-Level als Skill-Punkte investieren. Und das solltet ihr mit Bedacht aussuchen. Denn das Wegmachen der Skill-Punkte könnt ihr bei eurem Lehrer und das kostet auch ein bisschen was. Also es ist nicht gerade wenig, was es kostet, sagen wir mal so. In Anfangszeiten bekommt man ja auch nicht so viel. Tja. Und dann guckt immer mal, was ihr so an Klamotten tragen könnt. Ich nehme immer gerne diese als Schurke, diese Baumwolle mit. Die könnte ich dann später umwandeln. So, hier oben haben wir ein Lagerfeuer und dann schauen wir mal, was man denn so Schönes herstellen können. Zum Beispiel. Genau. Wir machen uns jetzt Ananasscheiben. So viel, wenn dir das geht. So. Jo, Entschuldigung, wegen dem Husten, das tut mir wirklich leid. Ich will hoffen, dass das bald vorbei ist. So, ich kann nicht mehr Items tragen. Jetzt machen wir noch Ginseng-Suppe, die drei Stück, die wir noch eingesammelt haben. Okay, so. Bei sowas könnt ihr dann immer weggehen, also ihr müsst dann nicht irgendwelche Tasten drücken oder so, dann einfach, ja, einfach vom Lagerfeuer oder so weglaufen. Jetzt gucken wir mal, was wir so Schönes haben. Übrigens wird gerade auch dunkel. Da habe ich auch noch einen Trick, wie ihr dann ganz schnell Tag bekommt. Also ein Trick ist es nicht, es ist anscheinend vom Spiel gewollt. Von der Programmierung her. Ihr geht zurück in eine Stadt. Das werden wir jetzt auch machen. Denn es wird wirklich hundsdunkel, also richtig mörderisch dunkel. Und ihr könnt dann in eine Stadt gehen, wenn es zu so dunkel ist. Müsst natürlich auch hinkommen. Deswegen gibt es auch diese Laterne hier. Und geht dort in ein Gasthaus, also in ein Inn. Und tut dort mit der Dame dort quatschen oder mit dem Herrn. Einfach anreden und schon hört ihr wie so einen Klingelton und schon ist es wieder hell. Dann ist es wieder Tag. Ne. Also das ist sehr zu empfehlen. Genauso, wenn ihr nachts rumlauft und eine Stadt sucht wie ein Verrückter. Und dort greifen euch dann unbekannte Tiere an. Ne? Also ihr solltet euch auch überlegen, die Taschenlampe
anzuhaben oder nicht anzuhaben. Wenn ihr die aushabt, werdet ihr nicht so schnell entdeckt. Das ist auch noch so eine Sache, die ich gestern rausgefunden habe. Wenn man dann natürlich die Taschenlampe im Dunkeln anhat, man will ja auch was sehen natürlich, ne, dann sieht man, sehen einen die anderen viel schneller. Aber man sieht die dann meistens nicht. Tja, was gibt's da noch so Schönes, Neueres? Also es ist eigentlich schon so gut wie die Neuerungen, die ich schon rausgefunden habe. Den Rest könnt ihr, wie gesagt, im Wiki durchlesen. Oder wenn ihr das selbst spielt und habt ein paar Tipps für mich, dann gebt mir da einfach mal die Tipps. Würde mich sehr freuen drüber. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich tue auch auf eure Kommentare auch antworten, sofern ich natürlich dazu komme. Ich lese auch alle eure Kommentare. Also keine Angst haben. So, wo ist jetzt das? Wir laufen genau in die falsche Richtung. So, hier ist auch noch ein Lagerfeuer. Oh, hier steht einer. Mal gucken, ob da ein Freund oder Feind ist. Sehr schön. Das ist ein Jäger. So, ein Jäger, was hat er denn? Leinenbrustrüstung. Das klingt auch nicht schlecht. Werden wir doch gleich mal anziehen. Sofern es denn möglich ist. Nein, es ist für einen Ranger. Okay, wir können es zumindest verkaufen und kriegen zumindest ein paar Kupfer dafür. So, sowas sammeln wir auch immer ein. Holz und Faden. Also alles, was ihr so kriegen könnt, sammelt das ruhig ein. Das könnte euch, wie gesagt, viel bringen. Auch gerade, wenn ihr es dann verkaufen könnt. Das ist schon mal viel wert. Ja. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von Skybeats. Also nicht alles, aber zumindest einiges. So, wir gehen jetzt hier ins nächste Inn. Es müsste eigentlich schon spät genug sein. So, und reden mit der Dame hier. Dann hört er diesen Ton. Und schon ist es wieder hell. Das seht ihr spätestens oben an der Uhrzeit, am Time. Und schon, tja, könnt ihr dann weitermachen. Also dann im Hellen weitermachen. Das ist, wie gesagt, sehr praktisch. Denn man ärgert sich dann mörderisch im Dunkeln. Das Schwein lässt sich nicht angreifen, okay. Wenn man nichts mehr sieht. So. Gut, würde ich sagen, im nächsten Video dann reisen wir ein bisschen durch die Welt und bleiben ein bisschen in der Nähe von dem Dungeon. Stellen uns noch ein paar Tränke her, sammeln noch ein bisschen was zu essen ein. Tja, versuchen, dass wir Level höher kommen. Und ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier stehen in den Dörfchen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal weiter, natürlich mit Blood Collie und mir, eurem Blood Tracken. Und ich wünsche euch natürlich viel, viel Spaß mit meinen Videos. Wie gesagt, gebt mir den Daumen, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr freuen. Ihr helft mir damit sehr. Und ja, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blood Tracken.